Da geht ein Fulltank, oder? Da geht ein Fulltank. Ja. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin Calvin. Und Leute, heute Calvins Bestrafung endlich mal. Der kriegt noch zwei Bestrafungen. Die erste heute ist, also machen jetzt erstmal ein Video. Die zweite Strafe kommt in einem anderen Video. Heute ist die Strafe, das war wegen der Challenge, Eisroulette Challenge. Ja, die ist schon etwas länger her. Aber Top-Comment war, Calvin muss alles sagen, was ich will. Calvin muss zu allem zustimmen, was ich will an dem Tag heute. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, machen wir einen Tag Ja sagen draus. Ist ja eigentlich im Endeffekt das Gleiche. Das heißt, jetzt darfst du noch normal reden. Wenn ich jetzt sage, du darfst nichts mehr außer Ja sagen, dann musst du Ja sagen. Und, dann und da darfst du auch gar nichts mehr sagen. Ja, ich würde sagen, ja, du hältst erstmal dein Maul. Wenn ich sage, du darfst reden, dann darfst du reden. Also, willst du heute den ganzen Tag nur Ja sagen und nichts anderes? Ja. Alles klar, so wird's laufen. Und ja, heute gucken wir uns eine Küche an für unsere neue Wohnung. Wir ziehen am 1.12. endlich um. Gucken wir uns eine Küche an, lassen die vielleicht zusammenstellen. Also wir haben schon was Geiles so im Plan, aber wir wissen noch nicht genau wie und so. Und ja, das gehen wir heute mal gucken und dafür fahren wir jetzt eine Stunde, weil es wieder ein spezieller Küchenladen, Leute. Ihr wisst, wir wollen nur Qualitätsshit in unserer neuen Wohnung. Ja. Da fahren wir jetzt hin eine Stunde. Ich gebe jetzt die Adresse ein und ich würde sagen, ich habe noch nicht viel gegessen heute. Du glaube ich auch nicht. Wir stärken uns jetzt erstmal vorher. Ja. Würde ich sagen, gehen wir zum Meckes. Ja. Muss ich mal leise sein? Ja. Okay, gut. Holen wir uns ein schönes Eis. Cheaten wir mal heute ein bisschen. Und diese Chicken Filet Bites oder wie auch immer die heißen. Diese Chicken Stripes, wenn es die noch gibt. Oder? Ja. Alles klar, auf geht's zum Meckes. Ja. So, habt ihr noch diese Filet Stripes? Diese Chicken? Oh, ne, die haben wir schon länger nicht. Ah, okay. Dann einmal 6er Nuggets und zweimal McFlurry Cookie Dough. Genau, ohne Soße. Das geht dann auf dich, 10 Euro. Ja. Haben wir, oder? Haben wir. Danke. Ja. Jo. Schön. So. So, schön unser Eis. Mm. Weil du ja öfters kleckerst und so, würde ich sagen, hast du Bock draußen zu essen? Eis und Nuggets. Ja. Ab nach draußen mit dir. Ja. Hau mal rein, Junge. Leute, es ist auch richtig kalt draußen. Hey, draußen, alles draußen, Junge. Du kleckerst hier rum. Ja. Alles mit nach draußen. Ja, da kannst du essen. Gönn dir. Ah ja, dein Eis hier noch. Oh ja. Ups, da klecker ich was selber hier. Ich muss eh mal hier durchsaugen, überall Krümel. Wegen dir, ne? Ja. Und schmeckt's? Ja. Komm, gönn dir doch noch ein bisschen Eis hier. Schmeckt, ne? Okay, ich gönn mir jetzt auch mal hier ein Nugget mit Süß Sauer. Bam. Ein bisschen Eis hinterher. So, wir sind jetzt endlich angekommen, ist mittlerweile schon dunkel geworden. Ja. Peace, Leute, was geht ab? Okay, ich erlaube dir jetzt erstmal zu reden. Okay, danke für die Lösung. Kein Problem. So. Aber trotzdem, wenn ich das sage, musst du natürlich Ja sagen, ne? Ja, so übergangsweise. Genau. So, wir gehen jetzt ins Möbelhaus und ja. Ja, hier soll es gute Küchen geben. Genau. Da schauen wir nochmal glatt rein. Lass uns beraten dann irgendwann. Wäre auch cool, wenn man so Beispiele sieht, wie die aussieht, ne? So. Will auf jeden Fall schon mal so sehen, so in etwa, was sie hier zu bieten haben. Genau. Oh, Kameras verboten steht da. Oh. Okay, dann müssen wir die reinsneaken. Schaffen wir schon. Bis gleich. So, wir wurden jetzt rübergeschickt. Wir waren im falschen Gebäude. Genau, ab in das Gebäude. Genau, auf jeden Fall. Ich muss abpissen erstmal. Klo unsicher machen. Ja, erstmal auf Toilette und dann beruhigt eine Küche suchen. Freut mich auf moderne Küchen. Yes, sir. Treppe oder Aufzug? Aufzug. Willst du die Treppe nehmen? Ich nehme den Aufzug. Ja. Auf geht's. Ja. Warte bitte noch, bis ich im Aufzug bin, damit ich dich schön abfilmen kann. So, wir holen uns den Aufzug. Go. Das ist Calvin, ich muss jetzt auf Undercover hier rumfilmen. Ja,
Und er muss noch eine Etage hochgehen. Der ist gerade ein bisschen verwirrt. So, sind jetzt raus aus dem Küchenladen. Wir können euch ein paar Einblicke zeigen, jetzt während wir darüber reden. Das kann die Kamera ein bisschen dunkler machen. Also wir haben jetzt echt herausgefunden, was uns da richtig gut dran gefällt. Und zwar LED-Lichter. Ja, zum Mann. Einen. Richtig geil. LED-Lichter unter den, ja, so bei der Griffleiste. Genau. Also dann am besten noch dunkelgrau, diese dunkelgraue Küche. Allein der Look, ne, der Hauptlook von der Küche, dunkelgrau. Dunkelgrau, so Hauptteil. Ein richtig geiler Look. Ja, Mann. Weil sieht richtig modern aus. Weil weiß war zu weiß, schwarz war zu erdrückend, ja. Die goldene Mitte ist dann einfach dunkelgrau. Genau. Dann mit Induktionsherd auf jeden Fall. Genau, dass man überall den Herd oder die Töpfe hinstellen kann, ja. Auch richtig geil. Was haben wir noch? Und die Spülmaschine und... Spülmaschine und Kühlschrank, Ofen soll oben sein alles, genau. Dass man das schön bequem hin kann, auch vor allem... Damit man Bock hat, was in der Spülmaschine einzuräumen. Nicht, dass es wieder anfängt, man stellt alles ab. Also, dass genau. Man auch immer sich bücken muss. Ja, um was reinzutun, so komfortabel wie möglich halt. Genau. Und noch so, es gab noch so Glasschränke. So zwei Stück oder so, wo man so durchsehen kann, wo dann auch nochmal LEDs drin sind. Genau, richtig modern. So zwei Stück oder so davon. Wir halten ja auch das ganze Geschirr gleichmäßig schön clean. Und also. So eine Theke. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Zumindest so zwei Theken, Stühle oder bis drei. Genau, mal schauen, wie so eine Insel, so eine kleine. Genau, dass man so eine kleine Chill-Lounge noch genau. Hat. Genau, einen Tisch kann man immer noch bei uns hinballern. Genau, da haben wir noch viel Platz. Ja. Also wird nice, Mann. Ich freue mich schon richtig. Ich freue mich auch. Wir haben uns ja beraten lassen jetzt. Genau. Und ja, wir e-mailen jetzt hin und her und so, wie uns das passt und erstellen uns die dann sozusagen. Genau. Und ja, ich hoffe, das wird was. Genau, ist ja das Komplexeste von allen, ne? Genau. Beim Zimmer hat man sich die Betten und Schränke ausgemessen. Dann haben wir echt fast schon alles. Dann werden wir noch die Badezimmer geil machen. Genau. Also so Waschbecken und so werden wir noch richtig geil machen. Ja, Mann. Ja. Und ja, also das Puzzle wird immer mehr zusammengepuzzelt. Genau. Also ja, Schrank haben wir auch schon bestellt. Genau, ist auch bestellt. Bett und Schrank ist bestellt. Jetzt noch die Küche, dann Badezimmer. Und dann sind wir eigentlich so, dann nur noch Dekokram dann und noch so. Einrichten, Spiegel, wie man will. Genau, Spiegel, Teppich, dies, das. Genau. Und dann sind wir im großen Ganzen schon fertig. Dass man da voll funktionsmäßig... Ja, also ich hoffe, das ist alles fertig im Januar so. Ja, es wäre schon schön. Mitte Januar, glaube ich, ist realistisch. Jo. Und ja, ab jetzt sagst du nur noch ja, ja? Ja. So, nichts anderes darfst du mir sagen jetzt außer ja? Ja. Und ich habe Hunger, willst du was essen? Ja. Hast du auch Hunger? Ja. Dann suchen wir doch was zu essen. Ja. So, Junge. Mein Tank ist sehr schwach. Ja. Heute mal nicht auf Reserve, aber Tank. Oh, haben die wieder Benzinprobleme? Ich brauche Ultimate. Die ist vorhanden? Doch. Die ist vorhanden, oder? Nee. Super. Scheiße. Ultimate Diesel. Wollen mich verarschen? Ah, hier? Hier ist doch. Ja. Ultimate. Boah, guck dir mal diesen fetten Jeep an, Alter. Oh ja. Ich komme gar nicht mehr weiter vor. Schaffst du es zu tanken so? Du tankst jetzt mal schön hier. Ich zeig mal meinen Tank. Ja.
ist nicht ganz leer. Ihr seht, drei Balken sind am Start, aber da geht ein Fulltank, oder? Da geht ein Fulltank. Würde ich sagen, ja. Ballerst du mal schön rein. Yes. Ultimate. Dann schauen wir mal. Ah ja, auf deinen Nacken, ne? Oh. Auf deinen Nacken, ne? Nicht nur tanken. Plus, ja, plus zwei Wasser noch. Zwei Volvix oder so, ne? Ja. Optimal. Schauen wir mal, ob das klappt. Mach's mal voll, ne? Geht? Ja. Geht? Ja. Wir müssen ja ein bisschen strugglen, vor mir ist ein fetter Truck. Das ist so groß wie die Tankstelle. Ah, da läuft nix. So, ist voll. Zeig mal den Leuten den Preis. Ah, ordentlich, ordentlich. Auf deinen Nacken holst du noch zwei Wasser, ne? Ja. Zwei Volvic, still. Ja. Bis gleich, Eis gekühlt. Leute, so kann ich jeden Tag leben. Oh, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. So, ich muss noch einkaufen. Geh mal einkaufen noch. Hallo. Geh mal einkaufen noch. Ja. Gute Rechnung auf dich, ne? Heute alles auf dich. Oh, wie teuer war das hier? Thomas. Oh, 41 knackige Euro. 91. Passt schon, ne? 91, ja, hab ich schon gesagt. Okay, der Truck beleuchtet uns hier übertrieben. Ja. Ja, ab geht's, ne? Ab geht's. Ab geht's. Oh, ja. Alles klar, kein Problem. Was machst du, Junge? Willst du mal aufstehen und kommen? Ja, ich wollte schon sagen, ne? Ja. Soll ich hier den Einkauf erledigen oder was? Willst du den Wagen schieben? Ja. Nee, nee, fahr mal da drauf. Willst du doch, oder? Hast du Bock? Ja. Komm, einmal länger. So, der Einkauf ging ja auf dich. Mhm. Wagen kannst du wieder weiterschieben. Ja. Und ja. Hast du Hunger? Ja. Ich auch. Ich würde sagen, wir bestellen uns jetzt schon mal was. Ja. Liefern das nach Hause. Ja. Was du natürlich auch wieder bezahlen wirst. Heute ist ein teurer Tag für dich, ne? Ja. Die Küche, willst du die Küche eigentlich auch bezahlen? Ja. Ah, geil, okay. Ja. Dann gehen wir jetzt ins Auto, suchen uns was zum Bestellen nach Hause. Ja. Und dann fahren wir nach Hause. Ja. Und dann dauert es ja nicht mehr lange, bis das ankommt. Hä, warte mal. Bring mal den Wagen weg, Junge. Willst du den Wagen wegbringen? Ja. Unverschämtheit hier. So, jetzt bestellen wir was Feines zu essen, ne? Fettsack Lifestyle, Basis Pizza. Ja, Pizza haben wir uns erstellt. Hast du die erstellt, ne? Hier. Mhm. Ich habe eine Pepperoni Salami Pizza genommen. Ja, Pizzabrötchen haben wir noch und trinken. Insgesamt macht das. So, das Ganze macht 27 Euro. Bist du damit einverstanden? Ja. Dann wird jetzt bestellt. So, Essen ist da. Essen ist da auch, ja. Einmal holen, Junge. Einmal holen. Ja. Hallo, na? Rocky, bleib. Rocky, bleib. Daniel ist genau 27. Vielen Dank, guten Appetit, schönen Abend. Ciao. Warum hast du gerade geredet? Oh, darfst du nur Ja sagen? Ja, ja, ja. Das klingt, gibt eine kleine Strafe. Ja. Einmal deinen Nacken. Ja. Einmal deinen Nacken her. Oh, das sieht doch lecker aus. Was haben wir denn hier? Lass ja den Zuschauern zeigen, was wir hier Feines zu schlemmern haben. Bäm, Leute. Shit. Was muss man ein bisschen dunkler machen. Boah, das deine sieht geil aus. Finde ich, habe Pepperoni-Salami genommen. Du hast so. Boah, die sieht nice aus, ja? Mit Knoblauch noch. Passt perfekt. Aber ja, beide sind geil. Ja. Aioli-Dip und Pizzabrötchen. Komm, einen mach mal auf wie die Aioli. Mach mal auf. Ja. Kurz reindippen. Halt mal die Kamera, komm. Ja. Boah, guck mal, wie weich der noch ist. Junge, ist das Käse oder ist das Käse, Junge? So, das dippen wir mal einmal hier rein. Schöner Aioli. Oh shit. Müssen wir uns hochholen hier. Warte. So.
So, so. Und. Okay. Okay, kriegst du eine Latte? Ich würde sagen, ab jetzt darfst du wieder reden. Danke, Mann, danke. Und die Challenge ist vorbei, also deine Strafe. Du kriegst aber noch eine Strafe, Leute. Freut euch schon mal darauf. Ansonsten, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen fetten Daumen hoch für mehr so Strafen. Folgt uns auf Instagram einmal hier, MarfFit und hier CalvinFitty. Folgt uns dann auf das Stand. Yes, checkt noch gerne unser Merch ab, wenn ihr wollt. Erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Yes. Und noch schöne Grüße an Carina. Bam! Danke dafür. Wenn ihr auch uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr uns einfach nur abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen klicken, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv und wir sehen, ob die Glocke aktiviert. Bisschen Glück, bleibt mir hier wieder ein und grüßt euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Peace.